Hallo zusammen, Salve a tutti. Der Film von Freitag hatte 3 Minuten und 8 Sekunden. Ich glaube nicht, dass dieser länger wird. Es hat sich nämlich eigentlich überhaupt nichts verändert. Also nicht nennenswert. Da war eben das Tennisspiel von der Frau Kerber wesentlich interessanter, viel, viel spannender als das, was der DAX hier abreißt. Ich habe in dieser Woche einen einzigen Trade gemacht im DAX. Ansonsten nur in der Nasdaq mit rumgespielt und in deren Einzelwerten. Das ist einfach da. Das ist quirliger. Ich habe verglichen mit Freitag diese Linie hier nochmal reingezogen. Die kommt von dem All-Time-High, zieht sich hier rüber. Ich bin nicht so glücklich. Sie hat zwar drei Berührungspunkte, ja, eins, zwei, drei. Aber interessant ist, dass sie sich mit dem oberen Band verbindet morgen. Also sie treffen sich das dürfte sein, am Freitag treffen die beiden sich. Das heißt, dieser Bereich hier, 18.706, der wird schon wichtiger. Aber selbst wenn wir drüber gehen und schließen, reicht mir das nicht, weil den Fuhler, den habe ich auch noch im Kopf. Das heißt, wir müssen hier drüber schließen, über den Punkt sind wir so bei 18.785, um wirklich als Freier zu gelten und eine größere Wahrscheinlichkeit zu haben, das Alltime herauszunehmen. Jeden Morgen mache ich die Nachrichten an und es wird immer schlimmer da im Nahen Osten. Es wundert mich ein bisschen, dass hier gar nichts reagiert. Wobei Deutschland, Europa würde wahrscheinlich nicht so viel reagieren, Amerika wird es eher treffen. Aber es ist nicht schön, es rumpelt in der Welt. Für mich sind also diese Punkte hier 18.785. Und hier unten, dieser hier, 18.019, sind für mich die Make-or-Break-Line für die nächsten Tage. Von der Technik her, deswegen brauche ich auch gar nicht die Stunde zu zeigen. Und 4 Stunden, die sehen alle gleich aus. Nichts, nichts, gar nichts. Als ob alle weg sind. Wirklich Ferien und keine Lust hat. Heute waren mal die Chips gut, dafür die Autos nach wie vor weiter schlecht. Will keiner haben, braucht kein Mensch. Und jetzt mache ich euch auch schon mal die Scheine rein. Sind die gleichen wie letzte Woche, muss sich auch nichts ändern, ändert sich nur der Hebel leicht. So vielleicht, entweder gehen wir hier drüber oder hier drunter, aber momentan gibt die Technik mir hier keinen Hinweis, also wirklich keinen Hinweis, ob wir da irgendwie drüber gehen sollten oder nicht. Wir kleben an der 20-Tage-Linie. Sorry, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.